Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transimbert 4, der Danny Spitters. Ja, wir befinden uns hier auf der Strecke Rosenheim-Salzburg und wie ihr seht, habe ich es auch endlich geschafft, diese kleine, süße, hübsche Nebenbahn hier freizuschalten, diese Dampfeisenbahn. Und ja, unsere Aufgabe besteht heute darin, einen Touristikzug hier von Prien am Chiemsee in Richtung Salzburg zu fahren und ja, zu dem Sonderzug, Touristikzug, kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein schickes Foto davon, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und wie gesagt, fahren können wir damit leider nicht. Das würde auch nicht viel bringen, weil irgendwann da hinten die Strecke aufhört. Es gibt davon ein Video, wie ich mit einer Doppeltraktion BR363 zum Hafen fahre und leider an den aufhörenden Gleisen ja praktisch dann auch das Spiel zu Ende ist, beziehungsweise die Strecke zu Ende ist und ja, aber ich finde, das ist ein schönes Bild mit dieser süßen, hübschen Dampfeisenbahn, wie sie daherdampft und ich würde sagen, wir beginnen das Ganze mal, kommen dann gleich auch zu unserem Touristikzug und ich würde sagen, los geht's. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an, finde ich. Wäre jetzt schön, wenn sie noch losfahren würde. Das wäre jetzt wirklich der Clou. Aber ich kann hier leider auch nicht einsteigen. Also, so gern ich das auch möchte, aber es lässt sich leider nicht bewerkstelligen. Ich kann hier nicht auf den Zug steigen. Das ist leider nicht möglich. Aber ja, sie steht halt hier so als kleiner Fun Fact. Hört sich auch ganz nett an, aber leider können wir da nicht mitfahren und auch nicht einsteigen und überhaupt ist das nicht möglich. Schade eigentlich, aber naja, so ist das halt. Kommen wir dann halt zu unserem Touristikzug, in dem wir sehr wohl einsteigen können. Verlassen das Ganze hier und gehen dann zu unserem Touristikzug. Da seht ihr ihn schon. Miete oder kaufe mich dbgebrauchzug.de. Das ist unser Zug, mit dem wir jetzt uns in Bewegung setzen werden. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Zuvor müssen wir natürlich noch den Zug aufrüsten. Hier hat gleich Einfahrt der RE von Bad Endorf, beziehungsweise über Bad Endorf, über Rosenheim, München Hauptbahnhof und so weiter. 14:35 Uhr, also auch gar nicht mehr so lange, folgt dann der EC 112 auch auf dem Weg nach München Hauptbahnhof. Aber wir haben heute die Aufgabe, diesen Zug zu fahren. Ich habe mir dafür eine BR 218 Diesellok ausgesucht. Ich finde, das ist ganz wichtig. Auch mal komplett in diesem Repaint. Können wir auch noch mal ein schickes Foto von machen, würde ich sagen. Und dann können wir, glaube ich, zusehen, dass wir hier auch gleich loskommen. Genau. So, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Donner. So, schließen die Türe und dann setzen wir uns erstmal hin. So. So, das hier Türen öffnen. Können wir währenddessen eigentlich genau die Motoren noch stoppen, weil das muss ja nicht sein. Müssen eh noch eine Route legen. Haben wir die Türen jetzt geöffnet oder macht er das mit den Dossus wieder nicht? Das ist ja wieder so eine Sache. Er macht es nicht. Macht er das denn, wenn wir links entriegeln? Oder riegelt er die dann wirklich links? Oder? Er hat sie links entriegelt, eine rechts entriegelt, also müssen wir rechts verriegeln. Oder was jetzt? Links entriegeln? Rechts. Links entriegeln. Also das ist wirklich so ein Bug hier. Rechts verriegeln. Die sind doch schon längst verriegelt. Rechts entriegeln. Ah, jetzt. Also wir müssen rechts entriegeln, wenn wir links öffnen wollen. Das ist halt der Bug an diesem Ganzen hier. Aber okay. Er hat die Türen geöffnet. Das ist jetzt schon mal die Hauptsache. So, wir müssen die Zugspitzensignale noch anpassen. Wir machen die Instrumentenbeleuchtung ein.
die Zugspitzensignale auf ein, genau. Dann machen wir die Zugsicherungssysteme. Und schließlich die Route legen, wie die überhaupt wegkommen. So, es ist schon noch ein ganz schönes Stück bis Salzburg. So, aber ich denke, das schaffen wir. So. Wir haben wieder mal rot, das ist ja auch nichts Neues. Wir können ein paar Wegpunkte legen. Zum Beispiel hier durchfahren. Da fahren wir eh durch, na egal. So, machen wir noch einen Wegpunkt über einen Ort, und zwar haben wir noch wo haben wir es? Wobei, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir können es jetzt. Ach ja, machen wir das so. So, da müssen wir jetzt schauen, warum wir noch rot haben. Da noch irgendjemand kommt, der uns da blockiert. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Doch da fährt was los. Ist der weit von uns? Es geht so. Dann können wir die Motoren auch noch auslassen. So, jetzt hier so ein bisschen umschauen. In Prien am Schiedensee, wie es hier so aussieht, wobei es, glaube ich, irgendwie so wie überall eigentlich bei TSW an den Orten, da stehen ein paar Häuser, vielleicht eine Kirche. Und dann war es das. Wirklich viel erkennt von dem Ort, so wie er wirklich aussieht, tut man eigentlich nicht. Da kommt auch was. Könnte auch sein, dass der gleich auf unser farbig fährt, dass der vor uns Ausfahrt hat. Das will ich jetzt gar nicht so in Abrede stellen. Natürlich haben auch die KI-Züge den Mod für die DOS-DOS. Geschoben wird er natürlich von der BR111. So, dann schauen wir mal, wann der hier Ausfahrt hat. Könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir rot haben. Genau. Die Dampfeisenbahn ist da. Der hat um 14:09 Ausfahrt. Ja, ich könnte sein, dass der gleich auf unser Fahrweg vor uns fährt. Dass wir deswegen rot haben. Das will ich jetzt gar nicht so in Abrede stellen. Da dampft die schöne Dampfeisenbahn. Ach, sehr schön. Das ist doch einfach alles wunderschön hier. So, er dürfte jetzt hier im Moment Ausfahrt haben. Und sehr wahrscheinlich wird er sich dann auf unseren Fahrweg begeben. Der hat nämlich München. Wir haben auch München, wir haben gar nicht Salzburg als Ziel, wir haben München. So, jetzt schauen wir mal, der sich auf unseren Fahrweg begibt. Ja, begibt er sich. Das ist nicht aufzuhalten, deswegen haben wir rot. Die könnte ich jetzt entfernen, aber warum sollen wir? Warum sollen wir mal alle Züge entfernen? Das ist ja auch in der Realität nicht so. Da müssen wir halt ein bisschen warten, bis die priorisierten Züge uns Platz gemacht haben, beziehungsweise davon gefahren sind. Dann ist dem halt so. Kann man nun mal nichts daran ändern. Ja. Ist ja gut, Schnucki. Du hast ja vollkommen recht. So. Wie sieht es denn aus jetzt hier? Der ist jetzt gleich weg. Ist da sonst noch irgendwas hier, was auf unseren Fahrweg fährt? Da kommt was. Der ist aber nicht auf unserem Fahrweg, jedenfalls noch nicht.
So, wir können aber jetzt schon mal die Motoren starten, würde ich sagen. Ich glaube, es kann jetzt auch nicht mehr lange dauern, bis wir rot, bis wir grün bekommen. Wunderschön. Wunderschön. So. Der kommt, der fährt immer noch nicht auf unserem farbig und der RE, wo ist der geblieben? Ist der noch davor? Ja, der fährt da noch. Die kreuzen sich jetzt gleich. Aber der Abstand wird immer größer. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem entgegenkommenden Zug ist, ob der noch irgendwie hier auf unserem farbig fährt. Das könnte natürlich durchaus möglich sein, wobei das passt auch irgendwie nicht. Der müsste schon hier nur so reinfahren. So, eigentlich müssen wir jeden Moment grün bekommen. Eigentlich. Weil es ist mittlerweile doch relativ weit weg, der RE. Der ist schon hier oben. Und der entgegenkommende, der ist hier, der hat uns gleich erreicht. Der ist nach wie vor auf seiner Linie, beziehungsweise auf seinem Gleis. Ja, wir haben jetzt noch grün. Dann schließen wir die Türen. Sollten wir keine Zeit verlieren. Zack, haben wir die Türen jetzt alle verriegelt. Das ist ja immer so eine Sache, haben wir. Gut, dann können wir loslegen. Lösen die Bremse. Und dann schalten wir langsam auf. Wunderschön, wunderschön. Dann fahren wir dahin mit unserem Touristikzug. Nächster Halt, Rosenheim. Da sprang gerade noch ein Auto an. Auch nicht schlecht. Tiefer sollten wir drücken. Der ist schon wieder rot. Mein Gott, irgendwie springe ich immer auf dem anderen Bildschirm rum. Ich weiß auch nicht warum. So. Wunderschön. Und der ist schon wieder rot in 2,5 Kilometer. Das ist doch. Das nervt ein bisschen. Naja, vielleicht erledigt sich das ja noch, bis wir da sind. Ah, sag ich doch. Siehst du, manche Dinge erledigen sich von ganz alleine. Das habe ich schon so oft erlebt im Leben. Das ist nicht nur nur eine Redewendung, das ist teilweise wirklich so. Manche Dinge erledigen sich von ganz alleine. So, 110, da sind wir noch lange nicht. Also können wir ruhig noch weiter Leistung geben. Seid ja auch in der Versuchung immer zu sagen, Gas zu geben, aber das ist ja falsch. Man gibt beim Zugfahren ja kein Gas. Entschuldigung, kein Gas.
sondern Leistung. Aber man ist immer irgendwie versucht zu sagen, Gas geben, Vollgas geben und solche Sachen. Ist ja eigentlich nicht richtig. Ach schön, ein IC oder sowas in der Art. So eine Zusammenstellung habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also, okay. Was war das jetzt? Ein IC mit RE oder was war das? Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder war das ein PBZ? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt mal interessieren, was ihr daraus erkannt habt, aus der Zugverbandszusammenstellung. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen abschalten hier. Wollen wir so zu schnell werden? Jetzt eh gleich 100. Ach, sehr schön. Richtig schön. DB Gebrauchtzug.de. Ein bisschen bremsen hier, dann würde ich gleich hier das Vorsignal haben. Ist es schon. Bitte einmal quittieren. Und unter 45 kommen. Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir nämlich gleich rot, grün wieder. Aber wir können ja hier eigentlich auch mal anhalten, oder? Genau, sind ja Touristikzug. Können wir auch eben hier stoppen. Würde ich sagen. Ach, was ein geiles Bremsen, Leute. So, wir stehen. Wir müssten jetzt eigentlich rechts öffnen. Dann tun wir links den Riegel. Dann müsste das eigentlich passen, oder? Ach, perfekt.
So, dann lassen wir die Fahrgäste zusteigen in unseren Touristikzug und natürlich auch aussteigen. Das ist ja selbstverständlich. So, damit ist der Fahrgastwechsel vollzogen. Dann können wir die Türen schließen. Ach, die Ansage kam jetzt auch pa passend, oder? Was meint ihr? Göttlich, oder? Wie würdet ihr das sehen? Absolutes Timing, perfekt. So, dann geht's weiter. Wunderschön, wunderschön. Schön, wie wir da über die Weiche humpeln. Ach, geil. Es ist einfach wunderschön. So. Nach wie vor 100. Da habe ich mich vorhin am Anfang des Szenarios mit der Richtung vertan. Ich habe, glaube ich, gesagt, wir fahren Richtung Salzburg. Das ist natürlich falsch. Wir fahren, wie ihr seht, Richtung Rosenheim. Aber ja, nobody's perfect. Ach, wir können auch bis 110. Dann können wir ruhig noch ein bisschen aufschalten. Denn da wollen wir ja auch die höchstmögliche erlaubte Geschwindigkeit ausfahren. So, morgen natürlich, beziehungsweise nicht morgen. Quatsch. Am Donnerstag, 8.8.2024, wird es den Release des IC1 Steuerwagen samt der BR101 Expert-Version geben. Es war jetzt, glaube ich, gestern oder so oder vorgestern der Livestream von TSW. Beziehungsweise auch DTG zu dem ganzen Thema. Ich weiß nicht, ob ihr dazu gesehen habt. Ich nicht, hatte da keine Zeit. Aber wie gesagt, 8.8.2024 ist der offizielle Release der BR101 Expert Vision samt dem Steuerwagen des IC1, dem lang ersehnten, möchte man sagen. Und ich hoffe, der ist auch kompatibel mit der 218, sodass man hier auch mit der 218 schöne Schiebeszenarien fahren kann in Doppeltraktion. Das wäre doch zu geil. Das wäre doch zu schön. Wobei, geht das überhaupt? Fahren die in Doppeltraktion, wenn der Steuerwagen dran ist? Also schieben natürlich, ne? Steuerwagen voraus. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare.
ihr da mehr wisst. So, dann dürfen wir gleich schon die Höchstgeschwindigkeit dieser Lok ausfahren. 140 km/h. Die Dostes dürften natürlich 160, aber die Lok darf halt nur 140 und ja, dann ist das halt so. So, dann gib ihm. Ach, schön, wie der Diesel hochfährt. Ach, göttlich. Ah, so schön der Turbo. Das ist einfach geil. Der Sound ist so geil, das kann man einfach nicht anders sagen. Hört euch den Sound der Dostos an, die Mod Dostos. Ach schön, wunderschön. So, hier scheint eben ein Kindergarten oder sowas zu sein oder Schwimmbad oder irgendwas, Sportplatz. Auf jeden Fall jede Menge Kinder, die hier laut sind. Oh, Sonnenblende, ist ja gar nicht so schlecht. Weil das ist das eigentlich auch hier irgendwie animiert? Nee. Das leider nicht. So, halb kann man die Fenster dann halt nicht aufmachen, aber das ist dann so. Ich dachte, das geht, aber das geht nun mal nicht. Okay. So, es wird doch mal ein bisschen stärker bremsen hier. Vielleicht 80. So, das hätten wir soweit. Da wartet ein Güterzug, ziemlich lange sogar. Vorne dran der 185, sehr schön. So, wir haben wieder rot, kurz vor unserem Bahnsteig.
Ach, schön, wunderschön. Wunderschön, da müssen wir gleich ein Foto von machen. Da mir das so zu schnell vorbei ist, machen wir das mit dem Fotomodus. Da haben wir wenigstens ein bisschen Zeit, das hier vernünftig einzustellen. Die Bäume nicht werden. Das ist doch einfach wunderschön. Schade, weiter zurück geht's nicht. Können wir das von der anderen Seite besser machen? Geht auch nicht wirklich weit zurück. Bäume sind einfach nervig. Nur so sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Wunderschön, wunderschön. So, springen wir mal wieder rein. Wir müssen jetzt hier ein bisschen arbeiten. Gerade noch so geschafft. Wir sollten vielleicht stehen bleiben. Ist gelb. Das wäre das rote Signal schon. Da habe ich mich jetzt leicht vertan. Ich dachte, das wäre jetzt schon das rote. Habe ich ein bisschen Angst bekommen, aber das ist erst noch das gelbe Vorsignal. Gut, dann fahren wir noch ein Stückchen weiter. Da ist jetzt das rote Signal. So, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Zu sehen ist hier so noch nichts. Schauen wir mal kartenmäßig, ob da irgendwas ist, was uns blockiert. Fährt was aber außerhalb unseres Fahrwegs. Da steht einer. Dann wollen wir mal schauen, wo der hin will und wann der fährt. Ob der überhaupt fährt. So, der müsste hier irgendwo, da steht er. Das ist der Kollege hier an der Ausfahrt. München. Der fährt also weiter in diese Richtung. Aber da steht jetzt nicht, wann der Ausfahrt hat. Geht selber noch rot. Ach, der hat wahrscheinlich auf den IC gewartet.
Der hat auf den IC gewartet wahrscheinlich. Der wird jetzt gleich Ausfahrt haben. Wenn der Ausfahrt hat, dann haben wir Weiterfahrt. Ich denke mal, so wird sich das jetzt abspielen. Schauen wir mal. Ja, jetzt fährt der. Und wenn der gefahren ist, dürfen wir fahren. Das heißt, wir gehen mal schleunigst wieder zurück. Ja, jetzt haben wir nämlich schon gelbes Vorsignal, genau. Guck mal, wir haben keine Waggons mehr. Was machen wir denn jetzt? Unser Zug ist wieder da. Yippie! So, dann lösen wir die Bremse. Dann geht's weiter. Ich glaube, wir sollten unter 24 bleiben. Jetzt können wir immerhin 40 fahren. So, dann sind wir gleich in Rosenheim. Sehr schön. Ohne nennenswerte Zwischenfälle. Also eigentlich eine schöne, entspannte Touristikfahrt. So wie es sein soll. Gleis 1 werden wir einfahren. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, der IC hat sehr wahrscheinlich auf uns gewartet. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Wunderschön, wunderschön. Vielleicht erwischen wir den Fernzug hier noch. Das wäre schön, wenn wir den noch erwischen. So, wir öffnen rechts die Türen.
So, vielleicht erwischen wir den hier noch. Müssen wir jetzt aber schnell sein. Müssen wir jetzt aber schnell sein. Der steht da noch. Also, Türen sind hier geöffnet. Ja, dann nichts wie in unserem Fernzug. Den wollen wir doch kriegen nach Salzburg. Oder whatever, wohin der fährt. Auf jeden Fall wollen wir den noch mitnehmen. Gucken mal, wo der hinfährt. Machen hier irgendwie mal die Route weg. So. Der will nach Berchtesgaden. Ja, da fahren wir doch gleich mit. Nette Ausfahrt. 14:41 Uhr, IC 2083 auf dem Weg nach Berchtesgaden. Der fährt jetzt gleich über Prien, Bad Endorf, Prien, Traunstein, Freilassing und Berchtesgaden. Da fahren wir mit. Der hat jetzt gleich in 2 Minuten Ausfahrt. Hey! Ich will mitfahren. Hat der schon die Türen zu? Ich glaube, ich spinne, ey. So. Schön am Fenster sitzen. Ach geil. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Fahren jetzt gleich mit dem IC 2083 nach Berchtesgaden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Schön als Fahrgast. So, den Touristikzug wird jemand anders gleich übernehmen. Wir haben unseren Job erledigt. Das kann gleich jemand anders machen. Wir haben jetzt gleich hier Ausfahrt. Miete oder kaufe mich. DB Gebrauchtzug. Sehr, sehr schön. Das war unser Touristikzug. Den wir hergekommen sind. Eine sehr schöne, ruhige und entspannte Fahrt, wie ich finde. Aber wir haben jetzt hier weiter Fahrt mit unserem IC 2083. Die müsste eigentlich jetzt Ausfahrt haben. Ja, die Türen gehen zu. Na, schauen wir mal, was passiert. Wir haben Ausfahrt. Pünktlich, möchte ich sagen. Ach, schön. Wunderschön. Ich liebe es, Fernzug zu fahren. Und IC ist immer schön. Ach, schön. Guck, wie weit wir kommen. Schön im Sandwich. Ach geil, wunderschön, wunderschön.
Das Allergeilste ist, ich brauche auf nichts zu achten. Kein LZB, kein PZB, kein SIFA, kein nichts. Einfach nur genießen und fahren. So wunderschön. Ach, ich liebe es. Wunderschön. Ach, guck mal. Eine 103 mit ihm IC. Ach, geil. Wunderschön. Und da steht der nächste. Oh, ich glaube, oh, wisst ihr, was wir machen, Leute? Ich glaube, wir müssen mal kurz was entfernen, sonst haben wir gleich den größten Zugstau, den es jemals gab, weil ich glaube, die warten alle, weil wir hier stehen. Ich denke mal, dass sich der Stau dann auch gleich wieder auflösen wird. Gehe ich mal von aus. Ja, jetzt fährt nämlich der weiter. Genau, das war nämlich wegen uns, weil wir unseren Gebrauchzug dann noch stehen hatten. Deswegen kamen die hier nicht weiter. Aber das wird sich jetzt auflösen. Der fährt weiter, dann fährt der gleich weiter. Ja, gut, dann haben wir das auch erledigt. Ups, war ein kleiner Stau verursacht. Das geht ja gar nicht. So. Bad Endorf hat er, glaube ich, als Halt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Dann Prien und solche Sachen. Das jetzt hier irgendwie rausfinden. Nee. Gut, dann ist das so. Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Wenn wir so ein bisschen durch den Zug laufen. Ja, ziemlich leer. Also ist ja fast gar nichts los. Deswegen können wir uns auch in die erste Klasse setzen, oder? Ich habe schließlich Bahncard. Setzen wir uns in die erste Klasse, wenn das möglich ist. Hallo. Ach, da ist schon die Lok. Da ist schon die Lok hinter. Deswegen kommen wir nicht. Doch. Wollte gerade sagen, ist doch gar nicht. Die Lok ist da hinten. Ne, wo ist sie? Ah, hier sitzen wieder mehrere. Da ist die Lok. Also erste Klasse können wir in diese Richtung nicht mehr erreichen. Das ist das ziehende Arbeitsgerät. Die 101.072-7. So, dann gucken wir mal, wo wir die erste Klasse erreichen. Vielleicht im hinteren Teil des Zuges. IC ist auch nicht zu betreten. Alles klar. So, nach wie vor erste Klasse, zweite Klasse. Aber hier sind nochmal die ganzen Halte. Also wir fahren über. Also wir sind in München losgefahren, haben in Rosenheim hatte gehalten, da sind wir eingestiegen. Wir fahren jetzt über Bad Endorf, Prien, Traunstein und Freilassing. Also bis Freilassing können wir mitfahren. Bis Berchtesgaden leider nicht mehr. Wird dann leider die Strecke irgendwann aufhören. Aber immerhin, das sind ja noch ein paar Stationen bis Freilassing.
Nach wie vor zweite Klasse, aber ich glaube, jetzt kommt so langsam. Ja, da kommt die erste Klasse. Sehr schön. Gucken, ob der Bordbistro hat. Glaube ich nicht. Ne, da ist schon die schiebende Lok. Also Bordbistro haben wir hier nicht. Gut, dann setzen wir uns hier in so ein Abteil rein. Da schließe ich gebucht dafür. Der DB-Mitarbeiter. Geh zu. So, ach, seht mal, die wunderschöne Aussicht. Es ist einfach nur traumhaft. Wunderschön. So, im letzten Waggon sitzen wir. Also von hier aus gesehen den letzten. Praktisch der letzte Waggon hinter der schiebenden Lok. Da haben wir Platz genommen in der ersten Klasse. Da sitzen wir. Da, siehst du? Moment. Da sitzen wir. Da kann man so ganz leicht schemenhaft erkennen, dass wir da sitzen. Ach geil. Wunderschön, wunderschön einfach. Da haben wir Platz genommen. Es ist einfach nur geil, dass man das sogar sieht von außen. Wie wir da sitzen, das ist ja einfach geil. Ach, mega. Wunderschön. Da haben wir Platz genommen. Ach, es ist doch einfach nur traumhaft. Schaut euch doch mal diese Aussicht hier an. Das ist doch einfach nur bombastisch geil, oder? Einfach nur geil. Wunderschön. Ist das entspannt? Ist das einfach entspannt, Leute? Einfach nur schön. So, wir müssen aber gleich immer mal den ersten Bahnhof erreichen. Das ist doch jetzt gar nicht so weit weg, oder? Prien war ja schon nicht allzu weit. Da müsste Bad Endorf doch noch kürzer sein. Aber das ist auch nur so meine Empfindung. Sonst dürfen wir eh gleich nur 60 fahren. So, jetzt haben wir die 60. Haben wir jetzt schon Bad Endorf erreicht? Sieht fast so aus, so langsam wie wir werden. Ich glaube, wir bremsen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Na, ich glaube, wir haben Bad Endorf erreicht. Da seht ihr es.
steigt eine kleine Handvoll Menschen ein. So, mal schauen, wie lange wir Aufenthalt haben. Wir pünktlich sind, man dürfte ja eigentlich, bin ich auch pünktlich losgefahren, so 43, ach so, das ist der RE aus Salzburg. Wir haben 14:54 Ausfahrt und wir haben, ach ja, das ist ja gleich. So, weitere Stationen sind dann Prien. Rosenheim, Prien, Traunstein, Rosenheim, wie komme ich auf Rosenheim, da kommen wir her. Also Prien, Traunstein und Pfeilassig, drei Stationen noch. Das ist schon noch ein Stück. Pfeilassig ist hier irgendwo. Irgendwo hier so wegen dem Bereich. So, wir haben Ausfahrt. Schön. Ach, hallo, ich habe Gesellschaft bekommen. Wunderschönen guten Tag. Sie wollen nach? Ach, nach Berchtesgaden, ja, 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 ich eigentlich auch, aber ja, man hört ja so viel von Berchtesgaden, ne? Es gibt ja sogar eine Serie, ne? Naja, die Berchtesgadener Kripo und so weiter, ihr kennt das, ne? Genau. Man weiß ja nicht, ob das gefährlich ist in Berchtesgaden. Deswegen verstehe ich, ich steige wahrscheinlich doch in Freilassing aus. Ja. Fand ich es auch über Prien, Traunstein und dann kommt schon Freilassing. Genau. Das sind so die nächsten Ziele dieses Zuges. Endstation dann, Berchtesgaden. Ach, diese Aussicht. Einfach schön. So, ich denke, dass wir in Prien aussteigen werden. Wenn ich das Video dann gleich beende, weil wir müssen auch so gut wie eine Stunde voll. Hier ist Prien, das ist die Prienbahn. Das ist nämlich hier diese Nebenbahn, diese Strecke zum Hafen.
Und die bin ich in einem Video mal abgefahren mit der Doppeltraktion BR363 und bin dann hier irgendwo im Nichts halt stecken geblieben. Da ging überhaupt nichts mehr. Hier steht nämlich die Dampfeisenbahn hier auf diesem Gleis. Hier so ungefähr, und die fährt dann hier rum. Genau, und das ist Prien. Hier sind wir losgefahren mit unserem Touristikzug hier. Und dort werden wir jetzt wieder aussteigen. Da schließt sich der Kreis. Ich denke, das werden wir so machen. Das sieht man. Diese Berge da hinten, einfach nur traumhaft, oder? Wenn die Bäume nicht wären, das ist doch einfach nur schön. Wunderschön. Der komme ich leider nicht. Einfach nur schön. Hat schon was für eine Passagiermitfahrt, muss man wirklich sagen. Hat was Entspannendes. So. Kommen wir auch so langsam Prien näher. Ist nicht mehr allzu weit. Da endet dann unsere Fahrt. Wunderschön, wunderschön. Ja, ich wünsche Ihnen da noch eine gute Fahrt, ne? Viel Spaß in Berchtesgaden und genießen Sie den Tag noch, haben Sie eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß da noch. Ich schließe Ihnen auch wieder die Tür. Tschüss. Da wären wir. Da, wo wir angefangen sind. Sehr schön. Das war's dann erstmal mit diesem Video, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Beziehungsweise, Wochenende ist ja sich schon wieder vorbei. Wenn man Urlaub hat, dann vergisst man das. Habt eine schöne Woche. Denkt an den 8.8.2024. Release der hier stehenden BR101, aber in Expert-Version zusammen mit dem IC1 Steuerwagen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst Feedback da, das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Und ja, was soll ich noch sagen? Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny spielt das Hot rein. Ciao, Servus und Tschüss.